Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Side 2. Ja, also ihr habt ja den letzten Part gesehen. Wir sind halt da stehen geblieben. Das war, ja, mit daran beteiligt waren, Esam hier einzunehmen. Ja, so könnte man dazu sagen, Esam hier einzunehmen. Esamir einzunehmen. Nee, ich will mal den Einmannsitzer. Ja, und sind dann hier nach. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh, ja, mein, dieser neue Kontinent, Hossin, ja, genau. So. Jetzt müsste ich aber trotzdem erstmal gucken. Ja, die sagen, da hinten soll ich hin. Okay. Ja. Wie kommen wir da hin? Schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. Also, hier schon mal nicht. So. Okay. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder den kompletten Faden verloren. Sind hier halt nach Hossin gekommen. Ja, und oh, jetzt schauen wir halt mal weiter, was wir hier machen können. Auf diesem Gebiet kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Da komme ich auch nicht weiter. Super. Wie man auch schon sehen kann, hier auf diesem Gebiet kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus. So, was war unsere Aufgabe? Verteidige. Okay. Ja, wenn ich rechtzeitig hinkomme. ...200 Meter ist doch gar nicht so weit. Eieieiei. Wenn ich nicht meinen Panzer schon vorher demoliere. So. Ja, jedenfalls, wir schauen mal, was wir hier denn so reißen können. Vielleicht schaffen wir jetzt mal ein bisschen länger durchzuhalten. Das sind doch mehr als 200 Meter. Ich dachte, das ist so ziemlich nah dran. Hm. Ja, aber wenn man das so sieht, sieht das nach 200 Meter aus, oder nicht? Das Gebiet ist doch auch schon fast komplett eingenommen, oder täusche ich mich da? Würde ich sowieso gerne mal wissen. Was passiert eigentlich, wenn jetzt alle Gebiete eingenommen sind? Hm. Wir müssten doch normalerweise wieder... Nee, normalerweise hält das ja auch 24 Stunden. Alter, wann bin ich denn mal da? Ich denke, das sind nur 200 Meter. Ah nee, 200 Kilometer, so. Wenn ein Gebiet eingenommen ist, erhält das normalerweise 24 Stunden. Hat man 24 Stunden diesen Bonus? Komm ich da rum? Nein. Ja. Ich glaube, ich hätte mich doch lieber versetzen lassen sollen. Ich glaube, ich hätte mich lieber versetzen lassen sollen. Ich glaube, wäre schneller gegangen. So. Knapp 60 Meter noch. Ja doch, ich hätte mich lieber versetzen lassen sollen. Wäre besser gewesen. So. Ja, aber ich habe mehr oder weniger doch jetzt schon eine kleine Hiobsbotschaft oder halt Ankündigung. Was? Ich bin jetzt gelandet. Äh.
jetzt will ich erstmal kurz meine Gedanken ordnen. Kleine Hiobsbotschaft. Da die Aufrufe ja so ziemlich zurückgegangen sind und so ziemlich kein Interesse mehr für dieses Projekt hier besteht und dieses Projekt sowieso für mich sehr viel Stress ist, würde ich auch eher sagen, ja, ich werde sehr wahrscheinlich dieses Projekt wohl doch in die Tonne treten. Nein, das heißt nicht in die Tonne treten, sondern pausieren. Wo ist er? Ich sehe ihn zwar auf der Karte, aber irgendwie. Da ist er. In die Tonne treten. Nein, pausieren, so. Ja, mal kurz das Ding hier abschießen. Ey, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ein Trike ist stärker als ein ganz normaler Panzer. Willst du mich wirklich verarschen? Der Kerl will mich verarschen. Ein Trike ist stärker als ein Panzer. Ja, Junge, ist klar. Was ist denn das hier für ein Cheater? Ey, das kann nicht sein, sowas. So, ach, leck mich doch am Arsch. Das kann nicht sein. So, also nochmal. Da die Aufrufzahlen und ja, grundsätzlich das ganze Interesse so dermaßen zurückgegangen ist, werde ich dieses Projekt sehr wahrscheinlich demnächst auch pausieren. Nicht einstellen. Das nicht. Aber pausieren. Da dieses Projekt für mich so dermaßen viel Stress bedeutet und alles. Ja. So dermaßen viel Stress für mich bedeutet und alles Mögliche. Ja. Hat es für mich einfach keinen Sinn. Projekt überhaupt weiterzumachen. Kann doch nicht sein hier. Ja, da eben, ja, wie gesagt, die Aufrufszahlen so dermaßen in den Keller gegangen sind. Ja, verliere ich eben auch die Lust, den Spaß dran. Was ist denn das? Ja, den Spaß dran. Ja, ich werde es jetzt natürlich dann halt, wie gesagt, pausieren. Ja. Pausieren, ja. So, da war mein Gedanke. Pausieren. Das heißt für euch ja natürlich nicht, dass es nie wieder kommen wird. Wenn halt, wenn ihr halt wieder Interesse dran habt und so weiter. Ja, dann schreibt halt was in die Kommis. Dass ihr gerne mal wieder Planet Side 2 sehen würdet. Ja. Müssen wir erstmal gucken. Da hinten müssten wir normalerweise hin. Schreibt halt was in die Kommis, dass ihr es gerne wieder sehen würdet. Alter, das gibt's nicht. Ja, und dann will ich natürlich halt zusehen, dass wir wieder ein paar... Da war ich doch eben, oder nicht? Nee, ich war bei A. Ja, dann will ich natürlich dann wieder zusehen, wenn ihr mal wieder größeres Interesse dran habt, wieder ein paar Videos mehr zu machen. Vielleicht mit euch auch zusammen. Ja, ich weiß es nicht. Also, für Let's Player ist das immer sehr schwierig.
mit den Abonnenten zusammen zu spielen. Ne? Nee, Flugzeuge habt ihr ja gesehen. Flugzeuge ist ein bisschen sehr schwierig für mich. Für Let's Player ist das schon extremst schwierig, mit Abonnenten zusammen zu spielen, weil es muss sich zum einen erstmal eine Zeit finden, in dem man mit den Leuten auch zusammenspielen kann. Weil die müssen ja auch real-life-technisch, arbeitstechnisch und so weiter auch Zeit dazu haben. So, ich hoffe bloß, dass jetzt keiner mehr hier ist. Jetzt habe ich doch den größeren genommen. Na gut, ich kann ja ganz einfach mal gucken. So. Nee, hier ist nix. Ja, wie gesagt, es muss sich halt auch Zeiten finden lassen, wo man mal aufnehmen kann. Aber da ich momentan extremst ungewöhnliche Aufnahmezeiten habe, wie ihr teilweise schon an meinen Videos sehen könnt. Das heißt, ich nehme teilweise um 22 Uhr auf, dann mal um 0 Uhr, 1 Uhr. Ne, also, wolltest du mit? Bist du drin? Okay. Ja. Was müssen wir denn machen? Erobere. Okay. Fahren wir doch mal. So. Wohin? Hm. Dazu A oder was? Zu. Ich war das. Entschuldigung. Ja, dann steig du mal aus. Ich guck mal kurz ein bisschen weiter rum hier. Ja. Wie gesagt, es müssen sich halt auch irgendwie Zeiten finden, wo man mal halt gemeinsam aufnehmen kann. Und da ich halt so dermaßen unterschiedliche Aufnahmezeiten habe und ziemlich, naja, miese Aufnahmezeiten für normale Leute. Da rauffahren kann ich, glaube ich, nicht. Was ist denn das? Ist das ein Feind oder ist das Freund? Oh, nee, ist Freund. Ja, da muss ich halt auch zusehen, dass ich halt auch denn dementsprechend. Meine Herren, wo ist denn das? Ich glaube, ich sollte wirklich mal absteigen. Mal zusehen. Also, Feinde sehe ich ja jetzt nicht großartig hier. Das ist doch schon mal. Naja, ist doch schon mal vorteilhaft. So, das Ding ist da hinten. Da sind ziemlich viele. Aber Feinde sehe ich hier keine. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht hinkriegen könnten. Ja, aber solange, ja, dieser halt das geringe Interesse daran besteht, denke ich mal, dass ich es wohl einstellen werde erstmal und mich mal so ein bisschen mehr um andere Projekte kümmern werde. Wieso, wo ist denn der Reaktor? Wo ist er denn? Da ist er. Ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben. Ich habe jetzt einen neuen Kanal-Trailer. Da habe ich ja auch schon so ein bisschen angekündigt, dass wir halt, dass ich halt demnächst auch ein anderes Teil, ein anderes Let's Play machen möchte. Ne? Jo, mach ihn da.
34 Sekunden noch. Dann habe ich die Mission nämlich auch erfüllt. Wir sind Ihnen überlegen. Löscht sie auf. Ja, hier in dem Gebiet ist ja auch niemand. Wundert mich aber so ziemlich. Ah, 14 Sekunden noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. So. Da bekommt feindliche Übernahme doch gleich eine ganz neue Bedeutung. Jo, das haben wir. Das haben wir auch erledigt. So, jetzt muss ich nur noch mein Fahrzeug da unten. Muss ich mein Fahrzeug erstmal wieder finden. Können wir mich gleich zum nächsten. So. Und jemand mit? Nö. So, das Ding soll ich auch erobern. Was war denn das jetzt schon wieder? Ey, das kann doch nicht wahr sein, sowas. Was war denn das? Alter, C4. Hat hier irgendjemand eine C4 gelegt? Ich glaube, ich spinne. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Schönen Schrank auch. Mistvieh. Alter, wo kriegt man denn C4 her? Ich als Ingenieur müsste das doch eigentlich auch haben, ne? Nee, Haftgranaten könnte ich. Wenn ich 100 hätte. Nahkampf. Und wer kann C4? Die schwere Angriffseinheit oder was? Erschütterungsgranate. Und Fahrzeugabwehrgranate. Ja, aber wer kann denn C4? Der Spion? Nee, nur EMP. Täuschung. Blendgranate, Rauchgranate. Ah. Nee, ich hätte jetzt wirklich eher gedacht, dass das der... Tatsache. Für 200 willst du mich veräppeln? Bouncing Betty. Okay. Ja, nee, aber wie ich schon gesagt habe, ich... Oh, nee. Hat's da doch irgendeiner wieder eingenommen hier? Habe ich natürlich wieder komplett den Faden verloren. Naja. Jetzt was für den Sunra erstmal den Spawnpunkt. Das wollte ich sagen. Bleib in Bewegung, du wirst gewinnen. Wie viele Leute sind denn hier schon wieder in dem Gebiet, Na, super. Einer. Einer. Die Einrichtung wurde gesichert. Ach du kleine miese Drecksau, ey. Alter, ist das eine kleine miese Drecksau. Es sind sogar mehr als einer. Sanitäter hier, ich flick dich zusammen. Ja, doch nicht. Diese kleine miese Drecksau, ne?
Was war das denn jetzt schon wieder? Alter, hat der schon wieder ein C4 gelegt oder was? Mann. Nee, 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 nee. Ist der noch immer hier oder was? Nee. So, da hinten soll er hin. Ja gut, ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon wieder gehört und ich... Okay, schön. Ihr habt es ja auch wahrscheinlich wieder gehört. Ich mache jetzt auch Feierabend wieder für heute. Und ich denke mal, das wird auch die letzte Folge erstmal wieder sein. Die nächsten werde ich dann, denke ich mal, wieder erst in einer Woche aufnehmen. Aber ich muss jetzt mal gucken. Also trotzdem, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.